Ich habe euch vor der Wahl versprochen, dass ich auf Bundesparteitagen aus Brüssel berichten möchte. Und jetzt ist es soweit und ich freue mich, dass ich das heute das erste Mal machen darf. Und ich habe euch auch noch zwei Kollegen mitgebracht, und zwar zum einen Mikulasz, ebenfalls Piratenabgeordneter, Mitglied sowohl der tschechischen als auch der deutschen Piratenpartei und jetzt VBU-Präsident. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und Maren Schmidt, eine unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Brüsseler Team, ganz neu, frisch dabei. Schön, dass du auch da bist und nachher auch einen Teil der Präsentation übernehmen wirst. Herzlich willkommen, Maren. Ja, ihr wisst es, dass denkbar knapp und unter extrem schwierigen Bedingungen haben wir es geschafft, den ersten Parlamentssitz zu verteidigen als Piratenpartei Deutschland. Ein riesiger Erfolg für uns, und damit geht unser digitaler Freiheitskampf in Europa weiter. Dass wir das geschafft haben, das haben wir wirklich dem ehrenamtlichen Einsatz von ganz vielen Helferinnen und Helfern im Europawahlkampf zu verdanken, die ich hier gar nicht alle aufzählen könnte. Ich freue mich aber, einige von euch im Dezember in einer Besuchergruppe dann auch willkommen heißen zu dürfen in Brüssel, damit ihr mit eigenen Augen sehen könnt vor Ort, was ihr angerichtet habt und euch selbst davon überzeugen könnt, das hat sich gelohnt, sich in der Piratenpartei zu engagieren. Hier mitzumachen lohnt sich. Wenn ich einen kleinen Wunsch anbringen darf, bringt ein paar Wahlplakate mit. Damit kann ich mein Büro verschönern und nie aus den Augen vergessen, was wir versprochen haben, und das dann auch umsetzen und einhalten. Ja, direkt nach der Europawahl sind wir fleißig gewesen und gleich am Montag nach der Wahl nach Brüssel geflogen, haben uns dann da auch getroffen, alle vier Piratenabgeordneten frisch gewählt, und haben auch gleich eine Piraten-WG aufgemacht. Das heißt, sind da erstmal zusammen in eine vorübergehende Unterkunft gezogen, und ich finde das so super im Team, weil ich auch sehr viel von meinen tschechischen Kolleginnen und Kollegen lerne. Ihr seid sehr professionell aufgestellt in Tschechien, und kann ich auch nur jedem empfehlen, diesen Austausch, diesen internationalen Austausch, weil da können wir sehr viel lernen. Ihr wisst, in Tschechien sind die Piraten im zweistelligen Bereich und haben gute Chancen, Babiš abzulösen, wenn wir ihn dann mal wegkriegen. Ja, um das gleich zu sagen, im Europaparlament hat als einzige Fraktion überhaupt die Fraktion Grüne Eva überhaupt nur mit uns gesprochen, weil ich von einigen gefragt wurde, was mit den Liberalen, also die haben nicht mal mehr geantwortet, von daher hat sich die Frage da gar nicht gestellt. Wir haben aber ganz gute Erfahrungen gemacht mit dieser Fraktion bisher. Unter anderem konnten wir gleich zu Beginn durchsetzen, dass der Kampf gegen Massenüberwachung auch politische Priorität der Fraktion wird und zum Beispiel auch in Verhandlungen mit Frau von der Leyen auch so kommuniziert wird als eine der Prioritäten. Das ist schon ein großer Erfolg für uns. Ich kann euch auch berichten, dass ich in den entsprechenden Ausschüssen regelmäßig EU-Kommissare und EU-Beamte zu dem Thema anlasslose Massenüberwachung vor Vorratsdatenspeicherung, Überwachungsmoratorium löchere und dazu auch schon eine parlamentarische Anfrage eingereicht habe. Also wir machen da Druck und haben da ein Auge drauf. Personell haben wir eine Delegation gebildet, das heißt, wir vier Piratenabgeordnete arbeiten innerhalb der Fraktion sehr eng zusammen, haben gemeinsame Mitarbeiter, treffen uns auch regelmäßig, und wie das Personaltableau im Moment so aussieht, das stellt euch jetzt Maren vor. Und dann können wir auch die erste Slide, genau. Dankeschön. Okay, erstmal vorweg kann ich schon mal sagen, dass wir ein bisschen anders aufgebaut sind als die meisten Abgeordneten im Parlament. Also normalerweise ist es nämlich so, dass ein Abgeordneter drei Assistenten hat, einer der Administration und Kommunikation macht und dann zwei Assistenten für die politische Arbeit. Bei uns ist es wie gesagt anders, und zudem ist es auch so, dass bei uns die Arbeitssprache Englisch ist, weil wir eben ein Team aus Tschechen, Deutschen und auch anderen Nationalitäten haben. Deshalb sprechen wir Englisch, aber normalerweise ist es wirklich so, dass der deutsche Abgeordnete
Abgeordnete deutsche oder deutschsprachige Assistenten hat und so weiter. Wir arbeiten auch als Delegation eben sehr eng zusammen und das heißt, dass Patrick, Mikulas, Marcel und Marketta ihr eigenes Team haben, aber sie haben auch Assistenten, die geteilt werden. Und dazu kann ich auch noch sagen, dass unser Team immer noch ein bisschen im Aufbau ist. Das heißt, es gibt immer noch Positionen, die besetzt werden müssen und die lokalen Büros sind immer noch im Aufbau. Aber ich kann euch jetzt schon mal unser Team zumindest in Brüssel vorstellen, wie es ist. Genau, also das ist das Sekretariat, das administrative Team. Das besteht aus Petra, Martina und mir. Petra ist die Büroleiterin, das heißt, sie übernimmt so alle administrativen Tätigkeiten, die für die Delegation als Ganzes anfallen, also zum Beispiel die Personalplanung. Und Martina und ich unterstützen sie dann dabei. Konkret arbeiten Martina und ich aber auch mit zwei Teams zusammen. Martina arbeitet mit Marquettas Team und ich arbeite konkret mit Patricks Team zusammen. Das heißt, für Patrick kümmere ich mich zum Beispiel um die Anrufe, um die E-Mails. Das heißt, wenn ihr Patrick kontaktiert, kann es gut sein, dass ihr bei mir rauskommt. Ich kümmere mich auch um Patricks Reisen und die Kostenerstattungen und organisiere Meetings, Events. Und ich bin auch die Ansprechpartnerin für Besuchergruppen. Also die erste Besuchergruppe von euch kommt jetzt am 13. Dezember. Aber ich bin mir sicher, dass jetzt das nächste Jahr auch wieder viele Pläne da sind. Das heißt, es wäre dann mit mir, dass das organisiert wird. Dann würde ich zum nächsten Team weitermachen. Das wäre die Kommunikation für die Delegation, die wird vom Stepan übernommen. Der kümmert sich darum, dass es regelmäßig Pressemitteilungen auf Englisch, Deutsch und Tschechisch gibt. Er organisiert Pressekonferenzen in Brüssel und ist auch der direkte Ansprechpartner für Journalisten in Brüssel. Die nächste Abteilung, die wir haben, ist die Rechtsabteilung. Das ist die Susanna, die fängt erst jetzt am Montag an. Und die wird sich um die juristischen Fragen, die die Delegation betreffen, kümmern und beraten. Sie wird auch die politische Arbeit zwischen den einzelnen Teams koordinieren. Genau, dann würde ich jetzt schon mal mit den Teams weitermachen. Wir haben, natürlich fange ich mit Patrick an, wobei er euch selber gleich nochmal erzählt, was er macht. Er sitzt im Jury- und Liebeausschuss und das Team ist dann zum einen die Amelia, das ist die politische Referentin, die ihn in der Arbeit in den Ausschüssen unterstützt. Es wird auch bald hoffentlich einen zweiten politischen Referenten geben, da ist die Ausschreibung jetzt gerade rausgekommen. Dann haben wir noch Bente, das ist die lokale Assistentin in Kiel, die uns bei der Flut an den E-Mails ein bisschen unterstützt und hilft, die E-Mails zu bändigen. Und dann haben wir jetzt ganz frisch im Team noch den Daniel bekommen, der bei uns ein dreimonatiges Praktikum im Kommunikationsbereich macht und mit Stepan zusammenarbeitet. Dann haben wir Team Marcel. Also Marcel arbeitet im Kultur- und Bildungsausschuss und im Binnenmarkt- und Verbraucherschutz. Konkret setzt er sich unter anderem auch mit Terek wie Patrick auseinander, auch mit der neuen E-Commerce-Richtlinie, die bald anstehen wird. Und auch verfolgt er die Implementierung von der Copyright-Reform. Sein Team besteht aus zwei politischen Mitarbeitern, einmal der Thomas und die Esther. Und dann haben wir noch den Julien, das habe ich gerade eben vergessen zu erwähnen. Der Marcel ist nämlich auch einer der Vizepräsidenten im Parlament. Das heißt, er hat eine sehr, sehr wichtige Rolle für uns als Delegation auch, eine sehr strategische Rolle. Und da hat er eben zum Beispiel auch den Julien, der ihn da in seinen Aufgaben näher unterstützt. Die dritte im Bunde ist die Marquetta, die sich mit internationalen Handel, mit Sicherheit und Verteidigung und dem auswärtigen Angelegenheiten auseinandersetzt. Ihr Fokus ist allgemein auf osteuropäischen Beziehungen und da beschäftigt sie sich unter anderem auch mit Fake News und Desinformation, hybrider Kriegsführung. Und ihr Team besteht aus dem Paul und der Christina, die politischen Referenten sind und wie schon am Anfang gesagt, die Martina, die eben die Administration übernimmt. Und der letzte im Bunde ist der Mikulas, der im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, in der Haushaltskontrolle und im Wirtschaftsausschuss sitzt und er beschäftigt sich allgemein mit Transparenz und Antikorruption. Im Moment hat er im Team nur den David, aber natürlich auch lokale Assistenten und hoffentlich dann auch bald noch einen zweiten politischen Referenten. Genau, das wäre unser Team. Und wie gesagt, die Kontaktdaten sind dabei. Also wenn ihr konkrete Anregungen und Fragen habt, könnt ihr euch einfach an die zuständigen Personen wenden.
Vielen Dank, Maren, und ich freue mich besonders, dass sie heute bis heute Nachmittag hier ist, damit ihr sie ansprechen, sie kennenlernen könnt, weil sie sozusagen die erste Ansprechpartnerin am Telefon und am E-Mail-Postfach für euch ist, wenn es um Termine oder Fragen geht und das auch gerne dann weiterleitet und weiter verarbeitet. Wir sind sehr froh, dass wir sie haben, wie natürlich die anderen Mitarbeiter auch. Ja, wir haben nach der Wahl erstmal uns gekümmert um das Organisatorische. Und haben erreicht, zum Beispiel innerhalb der Fraktion, dass die Gestaltung der digitalen Revolution eine von 6 Prioritäten wird, auf deren Gebiet auch Kampagnen gefahren werden und wofür Personal auch zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, Digitales ist eine der Top 6 Prioritäten der Fraktion geworden und da haben wir hart dran gearbeitet. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt darauf, die digitale Revolution in unserem Sinne zu gestalten. Wir haben uns auch in den Verhandlungen wichtige Ausschüsse gesichert, wie ihr gesehen habt, mit denen wir sozusagen alle Facetten der digitalen Revolution auch abdecken können in den verschiedensten Ausschüssen, die sich damit beschäftigen. Marcel ist nicht nur Mitglied des Fraktionsvorstandes, wie vorher Julia auch, sondern ist sogar zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments gewählt worden, einer von 14. Und ist da unter anderem für Informatik und Telekommunikation innerhalb des Europäischen Parlaments zuständig. Da sind wir natürlich mächtig stolz darauf. Dann haben wir auch insofern Schlüsselrollen eingenommen, als wir für die Fraktion die Koordination der Ausschussarbeit übernehmen. Und zwar Marcel macht das im Binnenmarktausschuss, der für Digitales zuständig ist. Mikuláš ist Koordinator im Haushaltskontrollausschuss. Und ich bin stellvertretender Koordinator im Rechtsausschuss. Das ist deswegen von Bedeutung, weil die Koordinatoren fraktionsübergreifend untereinander politische Sachen, bestimmte Sachen, die nicht kontrovers sind, schon abstimmen und untereinander regeln. Und das ist schon was Besonderes, dass von den 4 Piratenabgeordneten 3 eine solche Rolle für die Fraktion eingenommen haben. Ich bin auch im Europol-Kontrollausschuss, das heißt, da kann ich Fragen direkt an Europol stellen. Wenn ihr was habt, sagt Bescheid. Ich werde auch in der Digital Intergroup aktiv sein. Intergroups sind formelle oder informelle Zusammenschlüsse von Abgeordneten aus verschiedenen Fraktionen, die zu einem Thema zusammenarbeiten. Und die Digital Intergroup wird sich um digitale Themen kümmern und es ist ganz wichtig, um Mehrheiten zu schaffen, dass man da fraktionsübergreifend zu bestimmten Themen zusammenarbeitet. Ja, und wie ist es sonst noch so im Europaparlament? Man trifft auch alte Bekannte, zum Beispiel Katharina Barley, die verantwortlich ist für die deutsche Zustimmung zu Urheberrechtsreformen und Uploadfiltern, ist jetzt für die SPD im Europaparlament. Ich stand plötzlich dann mal neben Silvio Berlusconi, den haben sie auch irgendwie da abgeschoben ins Europaparlament. Und mit mir im Rechtsausschuss ist auch Axel Voss. Ja, da braucht es schon Leute, die denen auf die Finger gucken. Also es ist gut, dass wir da mit dabei sind. Die gute Nachricht ist, die haben keine Mehrheit. Ja, wie ging es weiter? Machen wir mal die nächste Slide. Bitteschön. Frau von der Leyen, es stand an die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten und in der Nacht- und Nebelaktion ist eine Person ins Spiel gebracht worden, mit der keiner rechnete, die auch keine europapolitischen Qualifikationen hat, die umgekehrt politische Positionen hat wie pro Vorratsdatenspeicherung, pro Leistungsschutzrecht, gegen Klimaschutz und Einführung von Volksentscheiden, also völlig inakzeptable Positionen und die auch auf unsere Nachfrage keine Absage an neue Vorschläge zur Massenüberwachung und Massendatensammlung geliefert haben. Deswegen haben wir euch befragt und ein sehr klares Meinungsbild auch rausgekommen, dass sie nicht unsere Kandidatin, nicht unsere Präsidentin ist. Und wir haben es dann auch geschafft, die ganze Fraktion zu überzeugen, gegen sie zu stimmen, was nicht selbstverständlich ist, weil ja die deutschen Grünen immer gern mit der CDU liebäugeln. Und dementsprechend ist die Wahl auch sehr knapp ausgefallen und Frau von der Leyen ist nur deswegen gewählt worden, weil ihr zum Beispiel die polnische Peace-Partei und andere rechtsnationale Parteien die Stimme gegeben haben nach entsprechenden Zugeständnissen. Das heißt, sie regiert quasi mit einer rechten Mehrheit und dementsprechend wichtig ist es, dass wir ihr auf die Finger gucken und sie auch weiterhin kontrollieren. Sie
Sie hat dann auch mit dem Personaltableau, was sie dann präsentiert hat für die EU-Kommission, sich einige Fehlgriffe geleistet. Von Qualifikationen spreche ich jetzt gar nicht, sondern da waren Leute dabei, die wirklich, vornehm heißt es Interessenskonflikte, unvornehm kann man auch Korruption sagen, die inakzeptabel waren. So war zum Beispiel die rumänische Kandidatin, hatte bei einer Tourismusunternehmerin ein Darlehen aufgenommen, um ihren Wahlkampf finanzieren zu können und sollte dann aber auch für Verkehr zuständig sein. Und da war es ja wohl auch völlig klar, dass es natürlich ein riesiger Interessenskonflikt ist, wenn man in der Kreide steht, tief in der Kreide steht bei einer privaten Unternehmerin. Und deswegen haben wir es auch geschafft im Rechtsausschuss, sie auszuschließen wegen Interessenskonflikt. Das war eine große Leistung. Und wenn wir vor der Wahl versprochen haben, wir Piraten wollen Lobbyismus eindämmen und den Einfluss der Wirtschaft, dann ist das genau ein Punkt, wo wir das geliefert haben. Ähnlich war es bei dem ungarischen Kommissionskandidaten, der sozusagen ein Architekt war für die Repressionsgesetze in Ungarn gegen die Zivilgesellschaft. Ein Architekt der illiberalen Demokratie, die Herr Orbán aufbauen will und der auch mitbeteiligt war an einer Anwaltskanzlei, die wiederum fleißig Regierungsaufträge bekommen hat in der Zeit, in der er Rechtsjustizminister war in Ungarn. Und auch der ist wegen Interessenskonflikten vom Rechtsausschuss gestoppt worden. Und das Parlament insgesamt hat dann noch die französische Kommissionskandidatin gestoppt, die unter anderem als Abgeordnete Gelder ausgezahlt hatte an jemanden, der gar nicht mehr als Mitarbeiter für sie beschäftigt war, deswegen fast 50.000 Euro zurückzahlen musste an das Parlament. Auch das ist kein Ausweis von Integrität und Vertrauen. Deswegen bin ich froh, dass wir diese drei Personen stoppen konnten. Es geht jetzt weiter, weil für diese drei Personen neue Kandidaten gefunden und vorgeschlagen werden müssen. Damit beschäftigen wir uns nächste Woche. Und der neue Digitalkommissar aus Frankreich ist ein langjähriger Manager eines französischen IT-Konzerns, der sich unter anderem in der Vergangenheit für Cyberwarfare ausgesprochen hat und der natürlich dagegen ist, dass IT-Unternehmen wettbewerbskontrolliert werden und wie das Frau Vestager bisher gemacht hat. Also auch er ein Fall von Revolving Doors, wo Leute direkt aus der Politik in die Wirtschaft und umgekehrt wechseln. Und da hochproblematisch werden wir sehen, was wir da machen und erreichen können. Was wir auf jeden Fall erreicht haben bisher ist, wir haben bis jetzt zeitlich verzögert und verhindert, dass Frau von der Leyen ihr Amt antritt. Das ist auch schon mal ein Erfolg. Leider gab es auch Misserfolge, das ist die nächste Slide. Und zwar mit Anja zusammen und auch der ganzen AG Digitales haben wir einen Vorschlag ausgearbeitet, dass man IT-Produkte besser kennzeichnen könnte, um ihre IT-Sicherheitsmerkmale den Verbrauchern deutlicher zu machen. Bekommen sie Updates, sind Daten verschlüsselt und so weiter und so fort. Dank eurer Mithilfe haben wir da einen guten Vorschlag ausgearbeitet und eingebracht. Leider hat der keine Mehrheit gefunden, weil die EU-Kommission meinte, es gibt ja schon das Gütesiegel für IT-Sicherheit, das reicht doch. Und ich glaube, da muss ich mich nochmal mit denen zusammensetzen und das diskutieren, denn nächstes Jahr ist eine neue Runde, wo man wieder Vorschläge machen kann und ich hoffe, dass es dann besser aussieht. Auf jeden Fall hat sich die Arbeit gelohnt und sie geht weiter zu diesem Thema. Also es lohnt sich, wenn ihr euch mit einbringt, in unseren AGs engagiert und manchmal sind es dicke Bretter, die man da bohren muss, aber dafür sind wir auch da. Im Moment stecke ich gerade in den ersten Trilogverhandlungen, an denen ich beteiligt bin. Trilog bedeutet, dass Vertreter von Parlament, EU-Kommission und Rat sich zusammensetzen, um einen Kompromiss auszuarbeiten. Und Julia hatte diese Verordnung Terek damals so kommentiert, Return of the Upload Filter, ein Proposal, wo Artikel 13 noch fast harmlos im Vergleich dazu aussieht. Ja? Also worum geht es? Es geht darum, dass jetzt auch zur Rausfilterung von terroristischen Inhalten und nicht nur zur Rausfilterung, sondern auch um sie überhaupt erst zu erkennen, Upload-Filter eingeführt werden sollen, wenn es nach Kommission und Rat geht. Wir wollen aber keine Privatzensur, keine Internetkonzerne, die darüber bestimmen, was wir noch posten dürfen und was nicht.
Fehltag verstehen keinen Kontext. Ein bestimmter Inhalt kann, wenn er von einer terroristischen Organisation veröffentlicht wird, als Propaganda gemeint sein, wenn er von der Presse veröffentlicht wird, aber Teil einer legitimen Berichterstattung sein. Und das kann kein Filter auseinanderhalten. Deswegen wollen wir keine Filter und wir wollen auch einen ausdrücklichen Schutz von journalistischen und satirischen Inhalten beispielsweise, dass die online bleiben. Wir wollen, dass über die Löschung von Inhalten eine unabhängige Behörde entscheidet. Also entweder ein Gericht oder ähnlich einem Datenschutzbeauftragten eine vergleichbare unabhängige Behörde. Und nicht, dass jede Polizeibehörde oder sogar Innenminister selbst, die das aus politischen Gründen vielleicht gerne machen würden, wenn ich an Ungarn oder aus Polen denke, dass jeder x-beliebige Behörde irgendwie Internetinhalte löschen kann, und zwar europaweit. Das droht nämlich, wenn der Vorschlag der EU-Kommission so umgesetzt würde, dass jede benannte Behörde europaweite Löschungsanordnungen raushauen könnte. Das wollen wir nicht. Die Parlamentsposition, an der damals noch Julia mitgearbeitet hat, ist gut an der Stelle und sagt, es soll eine unabhängige Behörde sein und europaweite Löschung anordnen dürfen nur die Behörden in dem Staat, wo auch der Hoster sitzt, und nicht grenzüberschreitend alle möglichen Behörden, weil sonst hätten wir einen Wettlauf nach unten, wo alle Behörden sozusagen an Löschungsanordnungen mit zusammenarbeiten. Dort, wo es den niedrigsten Standard gibt, nutzt man dann die Möglichkeiten. Das wollen wir nicht. Wir sprechen im Moment mit den anderen Institutionen hinter verschlossenen Türen leider und verhandeln mit dem Ziel, quasi einen Deal zu erreichen. Das im Parlament hält die Mehrheit bisher. Die Konservativen sind von vornherein nicht dabei, aber die anderen Parteien arbeiten im Moment noch zusammen. Interessanterweise auch die Rechten. Der Berichterstatter kommt von der ECR-Fraktion, der auch die AfD angehört, ist aber trotzdem auf unserer Seite. Er ist Pole. Und Polen ist auch gegen Uploadfilter, zieht vor den Europäischen Gerichtshof im Moment gerade. Das heißt, themenbezogen kann man auch mit denen zusammenarbeiten. Und ich kann euch berichten aus den Verhandlungen, die ja leider nicht öffentlich sind, dass sich da zu Wort meldet von Seiten des Parlaments eigentlich das Team des Berichterstatters und unsere Leute. Das heißt, wir sind da federführend an den Verhandlungen beteiligt und deswegen auch an der Stelle Piraten wirken. Aber bisher ist noch nichts entschieden. Und warum ist das so wichtig mit dieser Verordnung? Zensur gefährdet die Demokratie. Wer die Hand drauf hat, was veröffentlicht werden darf und was die Menschen lesen und noch ansehen dürfen, der kontrolliert auch die Meinungsbildung, der kann auch Wahlen manipulieren und beeinflussen. Und was Terrorismus ist, das kann sehr unterschiedlich definiert werden. Man muss nur mal in der Türkei nachfragen, was die als Terrorismus ansehen. Oder auch in Spanien zum Beispiel. Also deswegen ist ein äußerst heikles Thema. Und deswegen meine Bitte an euch, was ihr tun könnt, um Druck aufzubauen, politischen Druck, der uns nämlich helfen würde, ist zum Beispiel mit der Bundesregierung sprechen und Druck ausüben oder mit den Berichterstattern der anderen Fraktionen zu sprechen, Sozialdemokraten, Liberale, Konservative, oder auch über die Presse Veröffentlichungen machen, um zu verhindern, dass diese Upload-Filter nicht kommen. Es ist ein bisschen schade, dass es da so still drum ist um diese Verordnung, weil wir hatten bei Save Your Internet um die Urheberrechtsreform so eine große Kampagne. Und es kann gut sein, und zwar ist das möglich innerhalb einem Zeitraum von wenigen Wochen, dass wir so eine Kampagne wiederfahren müssen, nämlich sobald auch nur eine von den Fraktionen umfällt und umkippt, fällt unsere Mehrheit dagegen. Und dann kann es sein, dass wir sehr schnell so eine Kampagne wieder auf die Beine stellen müssen. Deswegen wäre es gut, wenn wir da vorbereitet sind. Ach so, das hatte ich vergessen. Ich bin für die Fraktion der Grünen Schattenberichterstatter zu diesem Terek-File. Das heißt, dass ich für die Fraktion verhandle sozusagen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Position an der Stelle. Und ähnlich ist es beim nächsten Thema. Da geht es um die E-Privacy-Verordnung. Auch da bin ich Schattenberichterstatter. Und worum geht's? Die Europäische Datenschutzgrundverordnung regelt den Datenschutz insgesamt und allgemein. Es gibt aber auch eine Richtlinie,
die einen speziellen und höheren Schutz für unsere Kommunikation vorsieht. Kommunikation heißt Telefonieren, Internetsurfen, E-Mail, also Kommunikationsdienste. Warum brauchen die einen besonderen Schutz? Weil es um unsere Kommunikation, um unsere Meinungsbildung geht, weil die elektronische Kommunikation besonders anfällig dafür ist, dass sich jemand einschaltet in die Mitte, mithört und das gegen uns verwendet. Und deswegen ist da ein besonderer Schutz der Vertraulichkeit der Telekommunikation vorgesehen. Und das Europäische Parlament würde diesen Schutz auch gerne stärken. Die Staaten, die Mitgliedstaaten im Rat, die würden diesen Schutz gerne abschwächen und haben deswegen unter anderem vorgesehen, dass die Unternehmen ermächtigt werden, Verkehrsdaten massenhaft zu allen möglichen Gründen anzusammeln, was im Endeffekt darauf hinauslaufen könnte, dass mehr Daten noch gesammelt werden als unter der Vorratsdatenspeicherung. Vermeintlich freiwillig, aber viel freizügiger zu verwenden. Ist natürlich eine riesige Gefahr. Der ganze Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung ist wertlos, wenn die Unternehmen zu eigenen Zwecken dieselben Daten anfangen aufzuhäufen. Die Mitgliedstaaten wünschen sich, dass Nachrichten gefiltert und zensiert werden. Und zwar mit der Begründung, das ist natürlich das einfachste Beispiel, um kinderpornografische Bilder aufzufinden, sollen sozusagen Filter eingezogen werden. Ihr wisst, wie das ist, wenn man einmal damit anfängt, irgendwie zu filtern und zu zensieren, brechen alle Dämme. Und deswegen ist das inakzeptabel, dass jemand in unserer privaten Kommunikation überhaupt rumschnüffelt. Das geht nämlich niemandem etwas an. Das Parlament würde gerne verbieten Tracking Walls. Das heißt, man muss zustimmen, auf Schritt und Tritt überwacht zu werden beim Internetsurfen, um bestimmte Angebote überhaupt nutzen zu können. Das passt natürlich der Werbewirtschaft nicht. Und dazu verhält sich die nächste Slide. Die fahren eine massive Lobbykampagne gegen dieses Tracking-Verbot, was das Parlament möchte. Und alle stehen auf der Matte, vor allem bei den Mitgliedstaaten. Ihr seht hier, 99% der Lobbykontakte kommen von der Industrie her. Das, der größte Ausmaß von Lobbyismus, den man je gesehen hat, hat jemand kommentiert dazu. Ja? Das heißt, die laufen Sturm dagegen, weil man natürlich viel besser Werbung verkaufen und Produkte den Leuten andrehen kann, wenn man genau ihre Vorlieben kennt, wenn man ihr Surfverhalten kennt, wenn man ihre Schwächen kennt, ihre Probleme. Und deswegen ist das eine richtige Schlacht um das Tracking-Verbot. Der EU-Rat hat es schon längst rausgestrichen in seiner Version. Und wenn er sich final verständigt, und das könnte schon nächste Woche oder demnächst der Fall sein, dann fängt auch dazu ein Trilog an, wo ich wieder mit am Tisch setze. Und auch da brauchen wir euch an Bord, um Druck zu machen dann. Das Parlament hat unter anderem noch sich gewünscht, dass Nachrichten verschlüsselt werden auf dem Transportweg, dass sie eben nicht so einfach von Geheimdiensten wie der NSA angezapft werden kann. Auch das will der Rat wieder rausstreichen. Und das ist so wichtig, weil Wissen Macht ist. Wenn ein ausländischer Geheimdienst, eine ausländische Regierung wissen, was in unserer Kommunikation steht, dann kennen sie unsere Vorlieben und Schwächen und haben uns in der Hand. Und nicht nur uns, sondern auch politische Entscheidungsträger, höchste Richter, sind sozusagen in der Hand derjenigen, die ihre privaten Geheimnisse kennen. Und das kann sich eine Demokratie nicht leisten. Deswegen müssen wir kämpfen um die elektronische Privatsphäre. So, keine Angst, das sind nur noch zwei Slides. Noch drei? Okay. Kleiner Ausblick, wie geht's weiter? Was auf der Agenda des Europäischen Parlaments als nächstes stehen wird, ist, Frau von der Leyen hat angekündigt, innerhalb von 100 Tagen nach Amtsantritt will sie eine Regulierung von Algorithmen, von künstlicher Intelligenz vorstellen. Es ist wichtig, dass man die reguliert, denn es geht hier darum, sozusagen uns zu schützen vor Willkür und Diskriminierung durch irgendwelche automatisierten Maßnahmen, wie sie zum Beispiel an Grenzen durchgeführt werden. Da werden irgendwelche Risikowerte berechnet. Gesichtserkennung ist extrem fehleranfällig. Es gibt Verhaltenserkennung, soll in Berlin getestet werden von der Bahn, die einfach nur eine Meldung erstattet, weil man wo steht. Ja, also auffälliges Verhalten wird bestraft, eine riesige Gefahr für die Demokratie. Und Forschung zeigt auch,
dass bestimmte Personengruppen wie Frauen, ältere Menschen besonders schlecht erkannt werden von entsprechender sogenannter künstlicher Intelligenz. Deswegen wäre es schon wichtig, eine wirksame Regulierung einzuführen. Ob das allerdings diese EU-Kommission dann auch noch innerhalb von 100 Tagen schafft, das wage ich sehr zu bezweifeln. Und deswegen ist es wichtig, dass das Europäische Parlament diesen Vorschlag verbessert und wirklich wirksam macht. Was für Ende nächsten Jahres auf der Agenda steht, ist die Reform der E-Commerce-Richtlinie, der sogenannte Digital Services Act. Der soll regeln alle digitalen Dienste. Und da an der Stelle geht es um die Frage, wollen wir, dass im Internet die Hoster und Plattformen, die wir nutzen, verantwortlich für das sind, was Nutzer machen. In dem Moment, wo wir die nämlich dazu zur Verantwortung ziehen, machen wir sie zu einer Privatpolizei und zu einem Privatzensor. Dann fangen die an, möglichst nur noch auf kommerziell verwertbare Inhalte zu setzen, möglichst keine kontroversen Inhalte, für die sie Ärger kriegen können, möglichst nur noch Inhalte, die viele Werbekunden anziehen. Und das ist kein Raum der freien Meinungsäußerung mehr. Deswegen müssen wir verhindern, dass die Haftung verschärft wird, wie es die Kommission vorhat, und stattdessen darauf setzen, dass staatliche Behörden das kontrollieren, wie es auch ihre Aufgabe ist. Es könnten allerdings auch sinnvolle Elemente in diesen Digital Services Act einfließen, zum Beispiel Interkonnektivität, also das Recht von Messenger-Diensten auch dienstübergreifend zu kommunizieren, wie es bei Telefonen schon seit Jahrzehnten geht. Das könnte Bestandteil dieser Regelung sein. Oder dass ein Recht auf Anonymität eingeführt wird, wie es im deutschen Telemediengesetz bisher schon vorgelegt wird. Auch da habe ich mit der Kommission gesprochen und mir gewünscht, dass das mit einfließt. Und es kann sein, dass es auch, oder ich hoffe, dass es auch positive Elemente in diesem Digital Services Act geben wird. Wir Piraten werden versuchen, möglichst großen Einfluss darauf zu nehmen und den möglichst positiv zu gestalten. Auf der negativen Seite droht ein neuer EU-Vorstoß zur Wiedereinführung einer Vorratsdatenspeicherung. Die warten im Moment nur darauf, wie der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. Und es kann sein, dass die EuGH-Urteile zur Vorratsdatenspeicherung fallen, weil sich sogar der europäische Datenschutzbeauftragte vor Gericht dafür ausgesprochen hat, eine Vorratsdatenspeicherung sei nicht per se grundrechtswidrig. Unglaublich, diese Stellungnahme für mich, und sehr traurig, dass wir da nicht frühzeitig genug reingekrätscht sind. Also wenn das Gericht den Weg freimacht für eine neue Vorratsdatenspeicherung, werden sie das versuchen, das wieder einzuführen. Und dann sind natürlich wir gefragt, um gegenzuhalten. Denn Vorratsdatenspeicherung ist der Dammbruch, bedeutet, dass erstmals die komplette Bevölkerung überwacht wird, nur weil es irgendwann nützlich sein könnte. Und da müssen wir gegenhalten und dagegen protestieren, wenn das wieder kommt. Außerdem steht oben auf unserer Agenda, die Sichtbarkeit auch der Piratenpartei, auch hier in Deutschland, wieder zu erhöhen. Und natürlich auch daran arbeiten wir. Mikulasz wird noch einiges zu dem Thema sagen. Das heißt, es wird Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die speziell sich auch um Kommunikation kümmern, wie das Danny jetzt angefangen hat. Und hoffentlich wird er irgendwann auch mal in Berlin dann dauerhaft für uns arbeiten. Das wäre schön. Wir wollen Pressedinner veranstalten. Nächste Woche ist ein Pressedinner in Brüssel angesetzt, wo wir Journalisteninteressierte einladen, um uns kennenzulernen. Wir wollen YouTuber nach Brüssel holen. Also wir haben viele Ideen, und ich habe auch eine gute Zusammenarbeit mit dem PR-Team, Kommunikationsteam. Vielen Dank dafür an der Stelle. Und wir arbeiten daran, auch unsere Sichtbarkeit hierzulande zu erhöhen, und ich hoffe, dass wir dann auch Früchte tragen. Ja, jetzt haben wir die nächste Folie, und da geht es darum, was könnt ihr machen? Ach so, ja, hier sieht man mal, dass es auch möglich ist, ganz spontan bei uns in Brüssel vorbeizuschauen. Da dürfte ich zwei Piraten aus Niedersachsen begrüßen, die einfach mal gesagt haben, wir sind gerade in Brüssel, hast du mal Zeit? Und das hatte ich auch. Und dann haben wir halt eine kurzfristige Führung organisiert. Das ist auf jeden Fall machbar, wenn ihr euch meldet. Und ich freue mich immer, wenn ihr vorbeischaut und euch informiert. Magst du noch mal die nächste Slide zeigen?
Genau, also deswegen auch an der Stelle meine Einladung mitzumachen bei uns, und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen ist es so, dass wer mir im Fediverse oder auf Twitter folgt, dass er sehen wird, dass ich immer mal wieder Fragen einfach in die Runde haue und nachfrage, was meint ihr zu dem Thema? Habt ihr Fragen an die Europol-Leiterin oder habt ihr Vorschläge für Material, für was wir jetzt in Auftrag geben wollen? Also da könnt ihr natürlich gerne mitmachen und euer Input geben, auch wenn es um neue Forschungsprojekte geht. Ihr könnt zu Besuch kommen. Ich freue mich über die Besuchergruppe im Dezember. Ihr könnt bei Veranstaltungen mitmachen. Dieses Wochenende läuft Freedom Not Fear, eine Aktivistenkonferenz, eine europaweite. Und wir werden aber auch zum Beispiel eine Veranstaltung zu künstlicher Intelligenz im Dezember anbieten. Ihr könnt bei uns ein Praktikum machen. Auch diese Möglichkeit gibt es. Wer da Lust hat, 2, 3, 4 oder auch länger Wochen zu opfern oder gar sein Referendariat bei uns machen möchte, ist alles möglich. Meldet euch gerne. Und worüber ich mich auch freue, ist, wenn ihr zum Beispiel Vorschläge für parlamentarische Anfragen habt. Ich kann ja Anfragen stellen an die EU-Kommission, an den Europäischen Rat, an Europol, an den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Also wenn ihr da Vorschläge und Ideen habt, macht das gerne, weil das sind oft auch Sachen, die die Presse interessieren, wenn wir zu wichtigen Fragen auch eine Stellungnahme einholen. Bedenkt nur, dass die Antwort dauert ungefähr 8 Wochen, also es darf nicht so brandaktuell sein, aber freue ich mich drüber. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal ein Tool aufsetzen wie Open Antrag, wo ihr dann auch systematisch solche Vorschläge mit einbringen könnt und dann sehen könnt, was dabei rauskommt. Im Moment schaffen wir es IT-mäßig einfach nicht, aber wenn ihr Lust habt, das aufzusetzen, auch sehr gerne. Ja, also Piraten sind in Europa wirklich die starke Stimme für Bürgerrechte, für den Schutz unserer Privatsphäre, für Transparenz, gegen Machtmissbrauch, für eine Gesellschaft des Vertrauens und nicht der Angst, der Macht von oben und der Macht aus dem Hinterzimmer von Lobbyistenkreisen. Wir arbeiten wirklich hart daran, unsere Werte zu verteidigen. Und ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung, sei es im Presseteam, sei es im Videoteam, was mich sehr unterstützt, sei es im Campaigning oder an anderer Stelle. Es lohnt sich und vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich darf jetzt an Mikulasch das Wort geben. Guten Morgen, meine lieben Mitpiratinnen und Mitpiraten. Tut mir leid, ich werde ein bisschen kurz, als ich kein Muttersprachler in Deutsch bin. Und mein Deutsch ist seit meines Studiums in Deutschland ein bisschen gerostet. Erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin am Sonntag Vorsitzender der Europäischen Piratenpartei geworden. Und das ist auch wegen deutscher Stimme passiert. Also vielen Dank dafür. Ich finde das, oder ich fühle es als eine große Verantwortlichkeit für nicht nur Tschechien oder Deutschland, sondern für ganz Europa. Was ist mir wichtig? Wir haben jetzt in Europäische Piraten 2 große Probleme. Das erste ist sozusagen dieses Schweigen der Medien. Weil überhaupt außer manche Länder, zum Beispiel Tschechien, Luxemburg, Island oder vielleicht Slowenien, reden über uns die Medien nicht. Und das ist eine große Aufgabe für uns alle, dass wir diese Barriere des Schweigens vernichten und unsere Sichtbarkeit erhöhen. Dazu gibt es 2 Sachen, um die ich euch bitten wollte. Erstens, wenn wir reden mit den Medien, wir sind zur Verfügung, alle Europaabgeordneten, nicht nur Patrick, sondern wir alle stehen da. Also wenn alles etwas euch wichtig ist, sagt uns bitte Bescheid.
damit ihr helfen können. Also nicht nur in Patricks Ausschüsse, sondern auch meine, Marketas und Marcels. Dazu noch wichtiger ist, dass wir sind auf Sozialmedien, hauptsächlich Facebook. Also wenn noch jemand nicht folgt, die Seite European Pirate Party, bitteschön, macht das. Es hilft uns und Facebook hat eine geile Feature. Und zwar, es ist möglich, eure Freunde einzuladen. Also wenn jemand interessiert ist, bitte ladet alle eure Freunde da ein, damit unsere Sichtbarkeit erhöht wird. Dasselbe mit Twitter, wenn möglich. Wir sind da als European Pirates, also bitte schön folgen. Und wenn wir etwas Interessantes haben, weiterleiten. Vielen Dank dafür. Also das war die mediale Sache. Die zweite Sache ist mehrweise organisatorisch. Wahrscheinlich meistens von euch weiß, dass vor der Entscheidung über von der Leyen, Patrick hat einen Lyme-Survey in Deutschland gemacht. Der Erfolg war ganz klar, mit Mehrheit von 89% wurde sie die Partei gegen von der Leyen ausgesprochen. Wir haben solche Umfrage auch in Tschechien gemacht, mit dem Erfolg von 83% gegen von der Leyen. Also wir sind da mit einem guten Konsensus. Aber was wichtig ist, wir haben kein Tool, sowas europaweit regelmäßig zu machen. Also für uns als Piraten in dem Europäischen Parlament ist das jetzt wichtig, um eure Stimme zu hören, ein Tool zu vorbereiten, damit alle europäischen Piraten teilnehmen können und ihre Meinungen aussprechen können. Das ist eine technisch-organisatorische Aufgabe, weil wir haben zurzeit keine Datenbank von der Mitglieder der Piratenparteien in Europa. Es gibt nur die nationale. Es gibt verschiedene Systeme. Also wir müssen das alles zusammenbringen und irgendwie vernetzen. Und das macht ein bisschen Zeit. Aber wenn es fertig ist, möchte ich euch bitten um Unterstützung, Testen und Teilnehmen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was jetzt geplant ist. Wir stehen vor einer langen Wahlperiode von nächsten 5 Jahren, wo wir unsere Infrastruktur, unsere Sichtbarkeit und Mitgliedbasis ausweiten müssen. Und ich möchte gern mit euch dabei zusammenarbeiten. Vielen Dank dafür. Ja, einen herzlichen Dank an diesen sehr interessanten und aufmunternden Bericht aus Europa. Wir wünschen euch sehr viel Erfolg bei dem, was ihr vorhabt. Und hoffen, dass ihr uns dann beim nächsten Bundesparteitag wieder genauso interessante Impressionen liefern könnt, wie ihr das heute getan habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt hier, solange ihr es könnt, und genießt die Zeit. Danke. Applaus